Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3, The Wild Hunt. Ja, und ich weiß gar nicht, wo wir zuletzt waren, denn ich konnte jetzt ein paar Tage überhaupt nicht zocken. Gestern habe ich auch nur ein bisschen offscreen für euch bei Skyrim endlich das Rüstungscap erreicht. So. Und jetzt freue ich mich, dass ich bei dem Witcher mal wieder Gas geben kann. Na, Quests, was haben wir denn hier? Greifenauftrag möchte ich nicht. Sprich mit Wissemir möchte ich auch nicht. Sammeln Sie alle, vervollständige deine Sammlung. Alles klar. Hexeraufträge. Wer ist das? Ah, da. Ja, ist klar. Ja. Reisende? Bah, was hustest du mich an? Komisch, schon hier für eine Wegfindung. Oder? Guten Tag. Sei gegrüßt, guter Mann. Ich habe gelesen, dass ihr Probleme mit dem Brunnen habt. Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung. Oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Ich habe Mitleid, aber das ist doch mein Beruf. Reden wir über meine Belohnung. Stimmt was mit der Bezahlung nicht? Falschen. Du kannst um eine höhere Belohnung falschen. Wähle dazu mit L einen Betrag aus und bestätige mit X. Wenn dein Gegenüber akzeptiert, ist es abgemacht. Wenn deine Forderung zu hoch ist, reagiert dein Gegenüber ungehalten. Wenn du es übertreibst, bricht dein Gegenüber die Verhandlung ab. Alles klar. Ja, komm. Ich treffe uns hier. Wenn du mit dem Preis runtergehst, können wir uns einig werden. Auch noch. Junge. Wenn du mit dem Preis runtergehst, können wir uns einig werden. Gut, dann ist das geklärt. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. In Hüttel. Da steht zwar nicht dran, dass das Clown ist, aber ich traue mich nicht. Ich habe ja keinen wirklich jetzt. Der sieht mich ja nicht.
So. Dann lass mal Route planen. Da ist das. Alles klar. Hör dann auf, ne? Plötze! Halt! Der berüchtigte Brunnen. Seltsam, keine Spur von einem Geist. Vielleicht zeigt er sich nur zu bestimmten Zeiten. Was war noch das Ding, was gegen Geister hilft? Magische Falle, ne? Das Gras um den Brunnen ist versenkt. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Mittagserscheinung? Lies den Eintrag über... Mittagserscheinungen. Entgegen der allgemeinen Annahme unterbrechen die Tag nicht, um Schutz vor der Sonne zu suchen, sondern um den Mittagserscheinungen aus dem Weg zu gehen. Bauern und ihre Bräuche. An besonders heißen Sommertagen, wenn die Sonne ihren Zenit erreicht, tauchen bisweilen Erscheinungen auf, die sonnenverbrannten Frauen in langen weißen Gewändern ähnlich sehen. Hierbei handelt es sich um sogenannte Mittagserscheinungen, die Geister junger Frauen und Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit eines grausamen Todes gestorben sind. Verrückt vor Schmerz oder Wut streifen sie durch die Felder und suchen nach ihren untreuen Geliebten oder verräterischen Rivalinnen und töten dabei jeden, der nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Häufig sind sie durch einen Gegenstand von großer emotionaler Bedeutung an diese Welt gebunden. Aus diesem Grund sollte jeder, der mitten auf dem Feld einen Ehering oder zerrissene Schleier findet, diese Gegenstände nicht aufheben, sondern so schnell wie möglich das Weite suchen. Oho. Ach so. Na? Wirksam im Kampf? Weiß ich gar nicht, was ist das? Eine Bombe, Öl und Irden. Das Zeichen Irden. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden. Hamba. Durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Ja, wo ist das denn? Guck mal her. Junge. Nimm alles mit. Was haben wir sonst noch hier? Gar nichts. Kommst du da irgendwie rüber? Ja, kommt doch. Geralt, mach keinen Scheiß.
haben wir denn hier noch? Ein Busch. Aha. Schwarzmagische Puppe. Wofür braucht man das? Vergilbtes Tagebuch. Ein Tagebuch könnte hilfreich sein. Es ist passiert. Volker hat hat am Gerichtshof in Wützimmer Beschwerde über alle Missstände gegen den Lehnsherrn eingereicht. Er hat all den Schaden angeführt, der uns zugefügt wurde. Wie der Herr Johann tötete, als der sein Haupt nicht schnell genug entblößt hatte. Wie er betrunken unsere Felder zertrampelte und von einer Wiedergutmachung nichts wissen wollte. Wie er bei Peters Hochzeit hereinplatzte und das Recht der ersten Nacht verlangte. Nun bekommen wir endlich, warum wir Tele in so vielen Gebeten angefleht haben. Der Richter hat unsere Kümmernisse anerkannt und uns aller Verpflichtungen dem Herrn gegenüber für los und ledig erklärt. Endlich können wir auf eigene Faust wirtschaften. Endlich können wir als freie Menschen leben. Der erste Tag unserer Freiheit. Hüttel ist kaum mehr als ein Dorf. Doch mir erscheint es wunderbar als der herrlichste Palast. Volker hat unser Heim mit Haselzweigen ausgeräuchert, um das Böse auszutreiben. Einen Marder unter dem Eingang vergraben, damit keine Diebe über die Schwelle treten. Er hat mir auch ein Armband geschenkt, das hübscheste, das ich je sah. Mutter sagte, es sei töricht, so viel für Schmuck auszugeben, wenn wir keinen Pflug und keinen Hacken haben. Und dass wir das Armband zum Kaufmann bringen sollen, nur über meine Leiche. Ich werde es niemals ablegen. Immer wird es mich an Volker erinnern und daran, wie glücklich wir an jedem Tag waren. Es heißt, der Herr kommt uns besuchen. Er will uns ein Angebot machen, damit wir ins Dorf zurückkehren. Angeblich ist er ruhiger und weniger aufbrausend geworden, seit sein Sohn tot ist. Nun, wir werden sehen. So oder so, ich denke nicht daran, diesen Ort wieder zu verlassen. Dieses Armband, es könnte den Geist der Frau an diesen Ort binden. Was ist das? Ein Mann, mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett übrig gelassen. Oh. Hier ist noch mehr Blut, aber es ist nicht seins. Blutflecken, kaum sichtbar. Hier wurde jemand entlang geschleift, jemand, der noch lebte. Haben wir denn sonst noch was hier? Nicht wirklich. Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. Hier wurde jemand langgeschleift, sagt er gerade. Komm, untersuch mal hier. Blutige Handabdrücke, kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Bist ja wie noch Dexter. Ein Abdruck beim Brunnen.
Heißt, muss ich hier eine Vorbild sprechen, oder? Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. Ja, du sollst aber da oben gucken. Macht er nicht. Warum macht das nicht? Das Seil? Blutspuren. Fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Ja. Die Frau, der das Tagebuch gehört. Das muss sie sein. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist ihr der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Tja. Silberbarren. Fast durchgegangen. Geralt, was machst du denn für Sachen? Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Hoffentlich hast du Streichhölzer. Kannst du auch schneller schwimmen? Ich tauche jetzt nicht wieder zurück. Ich bin wieder zurückgetaucht, ne? Ja, wunderbar. Was soll ich denn hier? Das
suche den Geist, der im Brunnen. Ja, unter Wasser ist er nicht, ne? Junge, da ist er. Oh. Optima Mater. Tauchst du jetzt bitte auf. Hoffentlich reicht das. Sonst, Geralt, hast du Probleme. Ah, du kannst doch ein bisschen schneller. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten, muss Geisteröl herstellen, Tränke trinken. Wisst ihr was? Wir machen das einfach mal hier mit einer Speicherung und dann ist das gut. Geisteröl. Hab ich sowas? Ne, ich habe kein Öl. Keine Öle. Was ist das? Du hast dies schon gelesen, alles klar. Alchemie. Öle. Geisteröl. Zutaten fehlen. Ja. Hast du jetzt einfach dein Schwert fallen lassen? Und das Armband. Igni. Ach, was bist du eklig. Hey, ich glaube, es hat geklappt.
Gibt's denn sonst noch irgendwas, was ich tun könnte? Egal. Schon irgendwie muss er da hinhauen. Und das Armband. Igni. Ich glaube, es hat geklappt. Komm ran, du. Sie ist fort. What? Für immer. Mittagserscheinungsmutagen. Und Mittagserscheinungstrophäe. Du hast ein Mutagen gefunden. Verwende es, um deine Fähigkeiten zu verbessern oder einen besonderen Trank namens Mutagen-Absud herzustellen. Öffne das Charakterfenster, um mehr zu erfahren. Charakterfenster. So. Positioniere Mutagene auf den entsprechenden Plätzen, um einen Bonus auf deine Charakterwerte zu erhalten. Okay. Wähle den Filter Mutagene aus. Wähle ein Mutagen aus und positioniere es auf dem angezeigten Platz. Plus 50 Vitalität. So. Und dann darin druppen. Ist der Mutagen aktiviert, gewährt es Boni auf deine Charakterwerte. Ja, geil. Sowohl Mutagene als auch Fertigkeiten sind mit Farben markiert. Platziere ein Mutagen auf dem Feld mit mindestens einer Fertigkeit der gleichen Farbe, um seinen Bonus zu erhöhen. Oho. Passt eine Fertigkeit nicht zur Farbe des Mutagens in seinem Feld, erhöht sie auch nicht den Bonus des Mutagens. Die Erhöhung durch andere passende Fertigkeiten in diesem Mutagenfeld bleiben bestehen. Je mehr Fertigkeiten sich in einem Feld befinden, die zur Farbe des Mutagens auf diesem Feld passen, desto größer fällt der Bonus des Mutagens aus. Jede passende Fertigkeit erhöht den Bonus um 100%. Mutagene können auch dazu verwendet werden, mächtige Tränke herzustellen, die als Mutagenabsude bezeichnet werden. Aha. Gut. Ich habe nichts, was dazu passt. Aber trotzdem, 50%. Und ich habe einen Punkt, den ich setzen kann. Ja, cool. Ich habe nur keine Ahnung, was man da nehmen soll. Krafttraining. Was haben wir da noch? Zeichen haben wir schon gemacht. Chemie. Allgemein. Ah, so.
dauerhaft, aber immer nur einen. Erhöht die maximale Vitalität um 15%. Ich glaube, das ist ganz gut, oder? Überlebensinstinkt. Aha. Greif. Was war das? Greifenschule. Jeder Teil mittelschwere Rüstung erhöht die Zahl. Ja. Jedes Teil schwere Rüstung. Ich weiß nicht, wo wir landen. Armbrustbolzen habe ich noch gar nicht. Wutkontrolle. Ist die aktuelle Ausdauer zu niedrig? Können Zeichen mit Hilfe von Adrenalinpumpen bewirkt werden? Mhm. Fokus. Da mit den Adrenalinpumpen habe ich noch nicht gecheckt. Erhöht die maximale eigene Vergiftung um 30 Punkte. Was soll denn das? Das finde ich ja gut, ne? Das ist für so einen Loot-Heini wie mich. Jut, 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 grün. Ich glaube, ich nehme das hier, Überlebensinstinkt. Blöd ist nur, ich kann das jetzt nicht aktivieren, ne? Fünfzig Erfahrungspunkte. Huge. Muss ich wieder zu Kalle Bank zurück, wa? Ach, Plötze. Los, los! Wer bist du eigentlich? Sitzt hier so rum? Hallöchen. Ach, Mislav, du bist das. Alles klar. Dich kannten wir schon. Ups. Die Könige mögen zwar kämpfen, aber die Bauern sterben. Guten Tag. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen Riesenärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meister Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Na sowas.
Hätte nicht gedacht, dass ich mal eine Mitgift kriege. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich einem Hexer eine geben würde. Seltsame Zeiten, nicht wahr? Seltsam und traurig. Quest abgeschlossen. Komm mal, war das denn? Brauchst du nicht, ne? Ich brauche das wesentlich dringender als er. Was? Was ist er denn? Teile gefressen? Kieferkasper oder was? Gut, so. Toll. Nicht Skyrim. Dann würde ich sagen, gehe ich hier. Bam, bam, bam. Was ist das? Monsternest. Ja, da muss ich eine Bombe haben, ne? Kann ich dann soweit endlich mal herstellen? Zu. Da haben wir Gegenstand herstellen. Alles klar. Plötze. Da ist Wesemir, ne? Ja. Nee, Wesemir wollen wir nicht. Wir erkunden jetzt den restlichen Scheiß hier. Alter. Langsam, langsam. Wo bin ich denn jetzt? Schneller. Ausgebaute Hölle mit Schlangenaugen. Dann halt querfeld ein. Zeit zu sterben. Scheiße. Kacke, jetzt habe ich die Bombe weggeschmissen aus Versehen. Die brauchte ich doch. Trunkene Zunge. Er hat gar nichts.
Ein Sattel ist ja cool. Schema Spaltbolzen, Manuskriptseite, Bestienöl. Cool. Oh, Handschuhe, Öl. Nimm mal alles mit. Jetzt sag ich mal her. Inventar. Ja, nehmen wir. Sind besser. Ups. So. Plötze. Ja, Rüste aus. Hat Plötze kein Sattel? Tja. Gut, haben wir das? So, sag mal, Plötze, kannst du hier einfach hier durch? Geht das? Kriegen wir das hin? Ne, kriegen wir nicht hin. Gut, dann schwimme ich. Aber haarscharf. Ja, ich habe noch nicht so wirklich den Dreh raus. Mehr gab's hier nicht. Scheiße, ey. Tja, dann würde ich vorschlagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich stehe jetzt noch mal hier so ein bisschen rum, bis das Brot mich wieder komplett geheilt hat. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bye, bye.